Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ja, wir haben die Titanen mal gerankt und das werden wir jetzt knallhart unter die Lupe nehmen, ob wir das richtig gemacht haben. Insofern das Titanen-Ranking, die Abrechnung in wenigen Sekunden. Bis gleich. So, ja, Hallöchen, da sind wir also. Ich habe unser Titan-Ranking nachgestellt. Lustigerweise, ich dachte, wir hätten auch hier alle Legendaries gerankt. Also ich dachte, wir würden wirklich alle Legendaries nochmal durchgehen. Deswegen habe ich mit einem recht langen Video gerechnet. Aber ich habe tatsächlich nur die Titanen gerankt bei der letzten Erweiterung. Dieser Erweiterung habe ich ja wieder alle Legendaries gerankt. Also das Video in 4 Monaten, da können wir also alle Karten besprechen. Hier hab ich nur die Titanen gerankt. Das heißt, wir können das durchgehen. Ist nicht schlecht für mich, habe ich früher Feierabend. Ja, ich meine, das dauert nicht ganz so lange. Wir können natürlich jetzt einigermaßen ausführlich über die Dinge sprechen, aber am Ende sind es ja nicht so viele Karten. Von dem her würde ich mal sagen, ja, lass uns mal einmal einen Blick drauf werfen, ob wir das denn richtig gemacht haben oder ob wir da irgendwelche großen Knackser drin haben. Ja, und wenn ich das jetzt mal so sehe, würde ich sagen, ja, alles super. Bis zum nächsten Mal, ciao. War nur ein Spaß. Ja, also, ich meine, so schlecht ist es halt wirklich nicht. Muss ich sagen, bin tatsächlich ein bisschen beeindruckt, wie gut wir das gemacht haben. Vielleicht hab ich irgendwo abgeguckt, habe ich irgendwo gespiekst, vielleicht. Aber natürlich, ich würde sagen, die eine oder andere Kleinigkeit würde ich jetzt ändern. Ja, wir haben das natürlich, also, wir haben ja die Titanen gerankt, das macht auch durchaus Sinn, weil die Titanen sind alle gut. Keine einzige von diesen Karten ist schlecht. Es sind die Titanen im Vergleich mit den Titanen. Die Kriegerkarte ist eine gute Karte in einem Kriegerdeck. Die Magierkarte ist eine gute Karte in einem Magierdeck. Und so weiter und so fort. Das sind alles keine schlechten Karten. Aber im Vergleich unter den Titanen, so müsst ihr das schon mal sehen. Ne? Also, das heißt, das ist, denke ich, schon mal wichtig, weil alles ist am Ende ja keine schlechte. Das ist keine schlechte Karte, die ist nicht Below Average und die ist auch nicht Netherrealm. Aber man muss natürlich einfach sagen, Kaskaros im Vergleich zu dem anderen, es ist ein Diener, den man spielt und der zieht eine Waffe und greift einen Diener an oder man kriegt 5 Rüstungen und er greift einen Diener an. Das ist es dann. Es ist ein netter Diener, den man natürlich spielen kann, aber der ist jetzt auch wirklich nicht so, dass man da jetzt drüber nachdenkt. Also deswegen, Kaskaros würde ich hier unten also schon mal auf jeden Fall als korrekt einschätzen. Norganon, der gute Mogwai hatte das, glaube ich, als Kommentar geschrieben, dass wir bei Norganon so ein bisschen wenig auf die Synergien eingegangen sind. Da hat der gute Mann auch recht. Natürlich kann man Norganon zum Beispiel mit diesem 3-Mana-Spell ja, kopieren und dann kann man direkt 2 Fähigkeiten benutzen oder eine Fähigkeit benutzen, kopieren, dann die zweite Fähigkeit benutzen. Also ja, Norgon hat natürlich die Möglichkeit, kopiert und gedingst zu werden. Ich finde aber, wenn man jetzt mal so sieht, es gab Sif-Decks, also gerade, also Norgon wird ja teilweise gespielt, aber zum einen habe ich Norgon nie als wirklich wichtige Karte Magier gefunden. Also Norgon war, glaube ich, immer eine Karte, die man auch hätte skippen können und die man nicht unbedingt spielen muss. Er wurde teilweise nicht gespielt. Ich habe ihn ganz selten richtig gut gesehen. Also ich habe jetzt ja 4 Monate lang die Erweiterung gespielt und eigentlich war er nie wirklich richtig gut. Also ich bin ehrlich, ich würde selbst auch bei Norgonon behaupten, das ist durchaus richtig eingeschätzt. Und die beiden da unten zu sehen, halte ich für nicht falsch. Gehen wir mal zu Descent. Da habe ich den Voltron hingepackt und die Amethyst. Amethyst war damals ja noch gebuggt, also das war ja lustigerweise die deutsche Version. Wenn du mit Amethyst 2 Diener gezogen hast, dann ist das Spiel abgestürzt. Das habe ich aber jetzt gar nicht hier mit reingenommen, aber das war damals so, das war ganz witzig. Und ja, Voltron. Das ist jetzt nicht so einfach. Amethyst ist schon ziemlich gut und in jedem Paladin-Deck natürlich drin, aber ich habe auch hier nie eingeschätzt. Es ist ja nicht, dass die Karte schlecht ist, ich habe es ja gerade nochmal gesagt. Das heißt ja nur, dass sie im Vergleich zu den Titanen nicht so. Aber ich würde behaupten, Amethyst würde ich, glaube ich, einen nach oben packen. Weil Paladin ist schon eine sehr starke Klasse, Amethyst ist eine Karte, eine sehr starke Klasse. Und ich denke, ich würde Amethyst einen nach oben passen. Voltron würde ich auf gar keinen Fall nach oben packen. Der bleibt entweder da oder er geht sogar eine Etage runter. Ich finde aber, in einem Mech-Schurken-Deck, und ich meine, das ist ja, das, man muss ja schon das Deck nehmen, wo er ist. Und natürlich ist Voltron eine Karte, die in einem Mech-Schurken gespielt wird. Das ist halt irgendwo sinnvoll. In einem Mech-Schurken-Deck ist das schon tatsächlich eine ziemlich gute Karte. Und ich persönlich finde ihn eigentlich auch stärker als Kaskaros auf jeden Fall. Er ist irgendwo in diesem Level, also man könnte. Ich sage jetzt mal ganz doof, wenn Voltron hier wäre, wäre das, glaube ich, kein Fehler. Also der könnte auch da stecken. Aber ich finde es jetzt auch nicht falsch, dass er hier ist. Von dem her lasse ich ihn jetzt da. Also ich würde aber Amethyst einen hochschieben und dafür, glaube ich, Eona einen runter. Ja, und wenn wir das so machen, dass die linken Karten besser sind, ich glaube, so haben wir das gemacht, dass die linken Karten quasi die besseren Karten sind.
Dann würde ich Eona, glaube ich, einen runterstellen, aber besser als Voltron. Eona hat sich doch als gar nicht so geil rausgestellt. Eona hätte natürlich großartig sein können und Eona ist auch nicht schlecht. Eona ist auch keine schlechte Karte und wer weiß, was da noch im nächsten Jahr passiert mit neuen Karten. Gerade dieser Mana-Cheat, dass man das Mana voll machen kann, da kann natürlich richtig was gehen. Aber man muss am Ende sagen, so viel konnte der Druide bisher damit nicht anstellen und Stand jetzt finde ich nicht, dass Eona einen riesigen Impact hat und auf gar keinen Fall. Es gibt einfach andere Titanen, die werden gefühlt jedes Game gespielt. Die sind irgendwie immer gut. Und genau das ist halt Amethyst oder zum Beispiel Aggramar. Aggramar, wenn du gegen Hunter spielst, Aggramar kommt eigentlich jedes Game. Er legt die Waffe an, er haut dir ins Gesicht. Ja, das ist nicht super spektakulär, aber er kommt jedes Game, er ist immer gut, er macht sein Ding. Es ist eine aggressive Titanenkarte und, ne, also, und Eona kommt eben nicht jedes Druiden-Game. Eona kommt oft gar nicht. Eona passiert manchmal nicht. Eona kann man irgendwie nicht spielen, weil sie Orc Ward für 10 Mana auf der Hand rumhängt. Und so weiter und so fort. Von dem her, Amethyst kommt hoch, weil Amethyst ist wirklich eine sehr solide Karte. Eona kommt runter, weil die hat ist schon eher Dings bitte eher so ein bisschen ja spezieller, sag ich mal. Das klappt halt nicht so oft. Amethyst, wie gesagt, großartige Karte, kann man in jedem Paladin spielen. Aggramar haben wir gerade schon, habe ich auch gesagt, ist nicht spektakulär, aber genau, er macht das, was er machen muss. Er ist eine gute Midrange aggressive Hunter-Karte, die in jedes Hunter-Deck eigentlich reinpasst und der immer einen Platz findet und das tut, was er tun soll. Primus. Hier würde ich jetzt eventuell sagen, dass der Primus einen hochgeht und dafür würde ich Argus einen runterpacken. Das wäre jetzt noch die einzige Änderung, die ich machen würde. Argus ist immer noch großartig und der ist ja auch noch hier great. Und Argus ist auch, wenn mal wieder, gerade der Mana-Cheat, das Lustige ist, den Mana-Cheat habe ich halt für sehr stark gehalten. Also, dass du das Mana deiner Diener reduzieren kannst, das habe ich für enorm mächtig gehalten. Und da muss man lustigerweise sagen, das ist fast nicht relevant. Also, du spielst Argus, um die Taunts zu rufen. Du rufst die beiden Taunts, du rufst die beiden Lifesteal-Dinger und du spielst Argus wegen der Aura, also wegen den Auren, die er hat und wegen den Taunts, die er ruft. Deswegen spielst du Argus. Aber dass du Argus spielst, um das Mana zu reduzieren, das ist tatsächlich, also wenn du bei Argus die erste Fähigkeit benutzt hast, bei der zweiten überlegst du dann schon so, hole ich mir jetzt einen Deathrattle-Diener oder mache ich jetzt meine zwei Diener auf der Hand billiger? Also das ist tatsächlich witzig. Insofern, ich habe Argus für die falschen Gründe sehr, sehr gut gehalten. Und er ist natürlich eine gute Karte, aber es ist eigentlich eher das, dass er die vier Taunts ruft und wegen den Auren allgemein. Und der Rest ist tatsächlich gar nicht mehr so relevant. Aber da die Titanen ja oft eh nur einen Turn überleben und eine einzige Fähigkeit machen, ändert das nicht viel. Also, aber trotzdem, Argus, Gottlevel würde ich ihn jetzt nicht packen, stand jetzt auf gar keinen Fall. Vielleicht wird der Mana-Cheat irgendwann nochmal relevanter. Jetzt gerade nicht unbedingt. Deswegen denke ich, passt der in Great ganz gut zu den beiden hier. Primus würde ich jetzt hochpacken. Immer eine Karte gewesen, im Endeffekt im Plagen, Todesritter, im Blut-Decay, alles, was ein bisschen langsamer ist, spielt den Primus. Jetzt kann der Primus noch wiederbelebt werden. Also gerade jetzt, wenn man den Primus nochmal mit diesem Ausgraben-Legendary wiederbelebt, dann geht es richtig ab. Also auf jeden Fall eine großartige Karte. Und tatsächlich mit dem Rest bin ich absolut zufrieden. Amantul, da kann ja nun wirklich niemand was gegen sagen. Zwei Diener aus dem Game entfernen, ohne Deathrattle auszulösen, ein Dings bekommen, einen Taunt mit Lifesteal bekommen oder einen Diener kopieren, einen Koloss zum Beispiel kopieren auf dem Board. Alles großartige Fähigkeiten. Nebenbei noch ein Legendary entdecken. Gerade das auch beim Primus, also beim Primus auch dieses Kartenentdecken ist gerade auch sehr stark, weil du halt oft noch so eine extra Plagenkarte entdeckst zum Beispiel oder so. Also, Sagras muss ich nichts zu sagen, denke ich. Sagras hat die kompletten letzten 4 Monate im Alleingang den Warlock quasi ja eigentlich oben gehalten. Du kannst das komplette Board clearen, ohne Deathrattle auszulösen. Hast diese Taunts, die Krieger quasi kaputt machen, diese 3-4er-Imps, da kommen Krieger dann nicht mehr durch. Mega stark. Jetzt mit Rino ist er schwächer geworden, lustigerweise. Also jetzt, wo Rino da ist, muss man sagen, hat Sagras ein bisschen nachgelassen, weil halt ne, Rino natürlich ein Konter gegen ihn ist. Ist immer noch aber natürlich eine großartige Karte, keine Frage. Und Golgares, also warte mal, okay, wir müssen mal kurz mal fair sein. Ich würde sagen, ich glaube, ich würde es so einordnen, also Stärke technisch. Ah, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Also ich glaube, Sagras ist ja wirklich der absolut Beste, wenn man das Power-Level nimmt. Und die drei tun sich nicht viel. Schamanending ist vielleicht ein bisschen unscheinbar, aber ich finde, der kostet halt auch nur 6 Mana. Ne? Also 6 Mana ist halt einer der günstigen Titanen. Und dafür dann noch ein Spell kostenlos spielen, also 3 Mana weniger spielen, also meistens kommt es halt nur ein Spell rum. Dann halt 3 Karten ziehen in irgendwelchen Combo-Decks mega, 3 Schaden machen, 6 heilen gegen Aggro-Decks mega. Ja, 20 Schaden auf einen Diener machen, das braucht man recht selten, aber wie gesagt, die 3 Karten ziehen oder das AOE und die Heilung, das sind 2 super mega starke Effekte. 20 Schaden machen auf einen Diener ist halt ein Bonus, der eventuell mal nötig ist. Plus dann die krasse Aura, dass er halt die Spells günstiger macht, solange er auf dem Feld ist.
Da kann man einfach auch gar nichts gegen sagen. Und auch eine Karte, die einfach in jedes Schamanendeck reingeschmissen werden muss. Von dem her, im Endeffekt bin ich ganz zufrieden gewesen mit meinem Ranking. Wie gesagt, ich habe jetzt hier zwei Änderungen gemacht. Ich habe Eona einen runter, Amidus einen hoch. Das war die eine Änderung und Argus einen runter und Primus einen hoch. Also zwei kleine Ranking-Änderungen. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ich denke, man kann hier unten, ne, diese letzten drei hier, Voltron, Kaskaros, Norganon, da kann man auf jeden Fall noch anderer Meinung sein, dass der eine ein bisschen vor dem anderen ist und der andere ein bisschen dahinter. Mein Gott, das sind Nuancen. Wenn das jemand so sieht, würde ich da niemals sagen, dass er da falsch ist. Das kann auf jeden Fall sein. Am Ende sind das, würde ich sagen, die drei schwächsten Titanen. Und die aber auch natürlich nicht schlecht sind und in ihren Decks halt ihre Daseinsberechtigung haben. Aber im Vergleich zu anderen dann halt nicht so gut. Insgesamt muss ich hier mal wirklich ein riesiges Lob an Blizzard lassen. Das mache ich ohne, weil sie werden das Video nicht sehen und es ist auch nicht gesponsert. Ich mache das aus freien Stücken. Denn die Titanen sind zum einen großartige Karten. Die Titanen machen super viel Spaß, immer noch. Und sie sind halt alle gut. Ja, natürlich, der Magier-Titan oder der Krieger-Titan sind nicht so spannend oder der Hunter-Titan ist nicht so spannend. Also nicht jeder Titan ist gleich die spannendste Karte ever, aber alleine diese drei Fähigkeiten, die du aussuchen kannst, das macht schon Spaß, selbst wenn es nicht so spannend ist. Und am Ende ist jeder dieser Titanen spielbar. Jeder. Also Norganon ist nicht so gut, aber er ist trotzdem ein Magier drin. Kaskaros ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber er ist trotzdem im Krieger drin, weil es halt für sich eine gute Karte am Ende immer noch ist. Die meisten Titanen sind unfassbar gut und selbst die 2, 3, 4, die ein bisschen schlechter sind, sind aber immer noch so gut, dass man sie ins Deck packt. Also Titanen, großartiges Konzept, richtig coole Karten, macht Spaß und am Ende ist wirklich jeder gut. Meistens war es so, wenn es solche Karten gab, 3, 4 waren sehr gut, 2, 3 waren okay und 2, 3 waren wirklich unspielbar schlecht. Hier haben sie es geschafft, dass alle Spaß machen und alle, natürlich gibt es bessere, aber alle insgesamt spielbar sind, alle ganz gut sind. Also wirklich großes Lob, coole Mechanik. Coole Diener und das Balancing ziemlich gut hinbekommen. Muss man, finde ich, auch mal einfach mal sagen können. Ne? Von dem her, kein so langes Video wie gedacht, weil nur die Titanen gerankt. Aber trotzdem, glaube ich, ganz nett. Danke fürs Anschauen. Ihr könnt ja nochmal dazu tun, ob ihr das jetzt so seht, wie ich das sehe. Oder ob ihr immer noch anderer Meinung seid und ich das immer noch absolut falsch einschätze. Dann raus damit. Wir sehen uns hier auf YouTube oder natürlich fast täglich auf Twitch. Heute Abend mal einmal nicht, weil ich anderweitig am Arbeiten bin. Aber das dauert auch nicht mehr lange, denn wir sind wieder auch wieder am Start. Insofern, wir sehen uns. Bis bald. Tschüssi. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.